In Tel Aviv begrüße ich jetzt Markus Rosch, den Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks für die ARD. Israel schaut natürlich mit Sorge auf seine Grenzen. Wie ist die politische Einordnung des Geschehens von gestern in Kairo in der Hauptstadt in Israel? Ja, bisher schweigt das offizielle Israel. Man ist beunruhigt, aber nicht besorgt. Was interessant ist, heute in einer großen israelischen Tageszeitung gibt es einen Kommentar mit der Überschrift: Wir werden Mursi noch vermissen. Denn so komisch es klingt, man konnte mit Mursi ganz gut. Denn entgegen aller Befürchtungen hat Mursi die Hamas nicht unterstützt. Er hat keine Waffenlieferungen an die Hamas zugelassen. Er hat auch keine engen Banden mit dem Iran geschlossen. Und vor allem, und was hier in Israel auch anerkannt wird, er hat zwar nicht mit Israel gesprochen, aber er hat auch an dem Friedensvertrag nicht gerüttelt. Und insofern konnte man in Israel mit den Muslimbrüdern ganz gut leben. Und jetzt wartet man natürlich darauf, welche Auswirkungen dieser Machtwechsel in Ägypten für Israel haben wird. Welche Szenarien stellt man sich vor? Ja, es gibt verschiedene Szenarien. Ich war gestern auf einem Briefing, auf einem hochrangigen Briefing von einem ehemaligen Mossad-Chef und einer hochrangigen Diplomatin. Und man ist natürlich besorgt, da man mit Syrien und Ägypten zwei große Staaten in der unmittelbaren Umgebung hat, die ja von einem Bürgerkrieg betroffen sind. Und man hofft natürlich, dass in Ägypten kein Bürgerkrieg ausbricht. Man hofft vor allem auf die Armee. Israel hatte sehr gute Verbindungen zur ägyptischen Armee. Man hat auf dem Sinai auch mehr oder weniger gut kooperiert. Und man hofft, dass die Armee die Lage unter Kontrolle bringen kann und dann möglichst bald auch eine Zivilregierung einsetzt, die zumindest den Status quo mit Israel, sprich den Friedensvertrag von 1979, einhält und eine einigermaßen Israel-freundliche Politik in dieser schwierigen Umgebung beibehält. Hat das israelische Militär in irgendeiner Form reagiert, indem Alarmbereitschaften ausgerufen worden sind oder Truppen an die israelisch-ägyptische Grenze verlegt wurden? Ja, das wissen wir natürlich nicht, aber generell ist diese Grenze sehr gut bewacht. Es gab ja auch mehrere Anschläge an der israelisch-ägyptischen Grenze in den letzten Jahren und man ist hier natürlich immer in hoher Alarmbereitschaft. Aber was wir zumindest wissen, es gibt keine Truppenbewegungen. Was wir aber wissen, dass die ägyptische Armee auf dem Sinai ihre Präsenz verstärkt hat, offenbar mit Zustimmung der Israelis. Das dürfen sie ja eigentlich nicht. Und was Israel in einer kurzen Auswirkung vor allem wichtig ist, dass auf dem Sinai wieder Ruhe einkehrt, denn hier herrscht Anarchie, hier gibt es viel Waffenschmuggel, hier gibt es viel islamische Extremisten und das ist das vorrangige Ziel für Israel, dass auf dem Sinai wieder einigermaßen Ruhe einkehrt. Haben Sie Erkenntnisse, wie die Palästinenser reagiert haben? Ja, bisher halten die sich auch bedeckt. Die Befürchtungen der Israelis sind natürlich, dass diese Volksaufstände in der unmittelbaren Umgebung irgendwann einmal auf die palästinensischen Gebiete umschlagen. Da äußert sich heute ein israelischer Kommentator auch sehr besorgt. Aber von der palästinensischen Seite gibt es bisher keine größeren Reaktionen zu diesem gerade erst erfolgten politischen Umsturz in Ägypten. Herzlichen Dank, Markus Rosch, nach